Johnny Depp wurde in den 2000ern zu einem der größten Hollywood-Stars. Damals entstanden seine berühmtesten Figuren, die heute von den Zuschauern geliebt und oft zitiert werden. Aber es ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Ab diesem Zeitpunkt geriet Johnnys Leben in Schieflage, was zu einem Verlust an Erfolg und Problemen in seinem Privatleben führte. Wer ist er? Ein Altruist oder ein Despot? Ein Romantiker oder ein Frauenheld? Welche Rolle hat seine Karriere ruiniert? Welcher Film des Schauspielers wurde wegen übertriebener Grausamkeit und mangelnder Moral angeklagt? Und welchen ungewöhnlichen Gegenstand schenkte ihm Marilyn Manson als Zeichen seiner Freundschaft? Heute sprechen wir auf dem Biographer-Kanal weiter über die Höhen und Tiefen der Karriere des Schauspielers. Lasst uns herausfinden, welche Rolle seine Süchte und seine Frauen in seinem Leben spielten. Aber zuerst klicken Sie auf den Abo-Button und die Glocke, um die geheimen Fakten aus den Biografien Ihrer Lieblingsprominenten zu erfahren. Abonnieren Sie, lehnen Sie sich zurück und wir fangen an. Bis Anfang der 2000er Jahre hatte Johnny in mehr als 30 Filmen mitgespielt. Dabei war für den Schauspieler weniger der kommerzielle Erfolg des Films als vielmehr das persönliche Interesse an der Idee und der Handlung wichtig. Das erklärte auch die Wahl einiger eher untypischer Darstellungen für Rollen. Und im Grunde handelte es sich um unabhängige Projekte, was die Empörung der großen Studios und sogar der Agenten des Schauspielers hervorrief. Viele wollten mit Johnny arbeiten, aber Johnny wollte nicht mit jedem arbeiten. Ich bin sicher, es hätte ihnen die Arbeit sehr erleichtert, wenn ich einige der Dinge getan hätte, die mir im Laufe der Jahre vorgeschlagen wurden. Doch bald änderte sich die Situation. Der Grund dafür war das legendäre Image von Jack Sparrow in dem Projekt des Disney Studios, in dem unser Held mitspielen sollte. Allerdings musste er sich immer noch um die Rolle bewerben. Christopher Walken und Michael Keaton gehörten zu den Mitbewerbern. Sie hatten keine hohen Erwartungen an den Film. Das lag daran, dass die Idee von der gleichnamigen Themenattraktion im Disneyland übernommen wurde. Das hatte kein großes Potenzial. Außerdem hatten Filme mit Piratenthemen wenig Erfolg. Die Piratenbraut, der 1995 in die Kinos kam, scheiterte an den Kinokassen. Es war Johnny, der den Film in einen Kultfilm verwandelte, indem er die einstige Nebenrolle von Jack in eine zentrale Rolle verwandelte. Nachdem er die Figur überarbeitet hatte, nahm er erhebliche Änderungen vor, die dem Studio zunächst nicht gefielen. Und das tat er so lange, bis das Bild von Jack ihn zufriedenstellte. Wenn Jack Sparrow vorher wie ein gewöhnlicher Pirat aussah, mit einem Kopftuch und einem Ohrring, dann wurde Johnny am Ende zu einer Art Rockstar. Der Schauspieler sagte, das liege daran, dass er Piraten mit Rockstars des 20. Jahrhunderts identifiziere. Sie waren durch einen Sinn für Abenteuer und Freiheit verbunden. Wer inspirierte den Schauspieler? Einen großen Teil seiner Gewohnheiten und Image-Elemente hat er sich vom Rolling Stones-Gitarristen Keith Richards sowie von einer Zeichentrickfigur geborgt. So, there was that, and then there was a cartoon character that I loved very much as a kid named Pepe Le Pew, who was a skunk who basically had blinders on and only saw his own reality, you know, could never see the horrors around him and didn't care, you know. So there was that, and then, I don't know, I always saw this guy as like this organism, you know, this constantly changing, moving organism that would change shape to fit a situation in order to benefit himself, you know. Er erfand außerdem die Geschichte der einzelnen Perlen und Dreadlocks, die die Figur ergänzten. Sie waren ein Symbol für die lebhaften und wichtigen Erinnerungen des Piraten. So entpuppte sich der Lieblingskapitän der Zuschauer als exzentrisch und gerissen. Die Drehbuchautoren, so der Schauspieler, waren von dem Bild des Kapitäns schockiert. Sie konnten ihn einfach nicht ausstehen. Ich glaube, es war Michael Eisner, der damalige Disney-Chef, der mit den Worten zitiert wurde: „Er ruiniert den Film." Seine Vermutung lag gar nicht so weit von der Wahrheit entfernt. Die Disney-Bosse fragten nach. Was stimmt nicht mit ihm? Ist er so eine Art seltsamer Einfallspinsel? Ist er betrunken? Ist er eigentlich schwul? Johnny gab eine brillante Antwort. Er sagte, dass alle seine Figuren schwul seien und dass sie es nicht wüssten. Das verwirrte sie sehr. Die Unzufriedenheit des Disney-Managements mit diesem Image führte zu mehreren Gesprächen zwischen den Parteien. Das Studio versuchte, Johnny zu beeinflussen und ihn zu zwingen, das Image der Figur in das ursprüngliche zu ändern. Doch der Schauspieler argumentierte, dass dieser Zwang zu seinem Ausstieg aus dem Film führen würde. Außerdem ließ er sich nach einem Besuch beim Zahnarzt trotzig einen Teil der Zähne vergolden.
Ich habe ihnen gesagt, wenn euch nicht gefällt, was ich mache, dann feuert mich. Ihr habt mich angeheuert, um einen Job zu machen und die Rolle zu spielen. Und das ist es, was ich tun will. Hatten sie denn keine meiner früheren Arbeiten gesehen? Das sollte man sich vielleicht ansehen, bevor man einen Mistkerl einstellt, wissen Sie? Disney gab auf. Sie konnten es sich nicht leisten, einen solchen Schauspieler zu verlieren. Übrigens trug Johnny während der Dreharbeiten spezielle Kontaktlinsen, die seine Augen vor der Sonne schützten und mit denen er das Schiff auch wirklich steuern konnte. Es gab eine Menge Improvisationen. Johnny Depp improvisierte nicht nur das beliebte »Klar soweit«, sondern auch die Zeile »Bring mir diesen Horizont«, die er gegen Ende des Films aussprach. Im Jahr 2003 war die Veröffentlichung des ersten Teils der künftigen Filmreihe »Fluch der Karibik – Der Fluch der Black Pearl« ein solcher Erfolg, dass es keine Diskussionen mehr über das Image gab. Captain Jack Sparrow kostete das Studio 10 Millionen Dollar. Weitere 40 Millionen Dollar wurden für Werbung ausgegeben. Aber die Kosten wurden voll wieder hereingeholt, wie die Gesamteinnahmen von 564 Millionen Dollar zeigen. Der Film war der 22. der profitabelsten Filme in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Alle Kinder spielten Jack Sparrow. Die Titelmusik des Films, geschrieben von Hans Zimmer, wurde zum beliebtesten Klingelton. Schreiben Sie in die Kommentare, ob Sie die Melodie aus Fluch der Karibik für den Klingelton verwendet haben. Die Phrasen des wichtigsten Piraten wurden zu berühmten Zitaten. Im Jahr 2004 erhielt der Film 5 Oscar-Nominierungen, unter anderem für den besten Schauspieler und eine Golden Globe Award-Nominierung für den besten Schauspieler. Sie haben wahrscheinlich schon erraten, dass Johnny Depp für beide nominiert war. Die Interpretation des Disney-Piraten durch den Schauspieler wurde von den Kritikern positiv aufgenommen. Später gab Johnny in einem Interview zu, dass er nicht mit einem so großen Ruhm gerechnet hatte, der nach Pirates kam. Ich war völlig aus dem Häuschen. Ich meine, am Anfang war mir die Schauspielerei wirklich scheißegal. Aber ich begann es zu genießen. Ich habe es genossen, diese Figuren zu erschaffen, in den Schützengräben zu sein und mich mit Kollegen, Schauspielern und Regisseuren zu streiten. Andererseits gab die große Beliebtheit, die der Held bei Kindern und Jugendlichen erlangte, Johnny die Möglichkeit, sie für das Gute zu nutzen. Der Star kam oft in Kinderkliniken zu kranken Kindern, erfreute und unterstützte sie in ihrer schwierigen Situation. Believe that you, I mean, that's so sweet that you do that, and you do that a lot, you do that often. Yeah, I mean, as much as I can, you know, yeah. When I, wherever I go, I bring Captain Jack in a box. But yeah, you meet all these amazing kids who are dealing with very, very adult illnesses, and you see this incredible courage, you know, in their faces. Zunächst hatte das Disney-Management Eigeninteresse und in gewissem Maße auch Begeisterung, aber nach dem Erfolg von Black Pearl wollten sie sofort mehr. Die Popularität des Films brachte Disney auf eine sehr riskante Idee. Die Veröffentlichung von 2 Teilen der Fortsetzung auf einmal. Dabei gab es weder eine Handlung noch ein Drehbuch. When you did the first one, did you think there would even be a second one? I didn't think I'd make it past 3 weeks. Really? Yeah. No, I was right on the way out of Disney premises. Im Jahr 2006 kam der 2. Teil des Franchise in die Kinos. Er spielte mehr als 1 Milliarde Dollar an den Kinokassen ein. Und ein Jahr später kam der 3. und letzte Teil, Am Ende der Welt, in die Kinos. Jedenfalls war das ursprünglich so geplant. In dem Interview sagte der Regisseur der ersten 3 Filme, Gore Verbinski, dass die Produktion des 2. und 3. Teils sehr schwierig war. Die Filmemacher suchten sich die Veröffentlichungstermine aus, aber sie hatten die ersten Bilder noch nicht gedreht. Daher war die Zeit sehr knapp und alles wurde in Eile gemacht. Wir drehten das Ende von Pirates 3 5 Tage nach den Dreharbeiten zu Pirates 2, weil wir den Drehort verlassen wollten. Und es gibt eine Szene, die für das Ende von Pirates 3 gedreht werden musste, 5 Tage nach den Dreharbeiten zu Pirates 2, da wir das Drehbuch von Pirates 3 noch nicht kannten, erzählte Johnny anschließend. Darüber hinaus wurden sie von Anfang an von Misserfolgen geplagt. Wir wurden von einem Hurricane getroffen, das halbe Set wurde zerstört. Unser Tank funktionierte nicht. Wir mussten die Sachen nach L.A. zurückholen. Es war ein reiner Überlebensmodus, als wir beim 3. Film ankamen. Verbinski hatte nur 10 Wochen Zeit für die Nachbearbeitung von Flug der Karibik am Ende der Welt. Übrigens haben einige Studios bis zu 1 Jahr für die Post-Production gebraucht, vor allem bei ernsthaften Projekten. Das wirkte sich auch auf die Qualität aus. Der 3. Teil der Franchise wurde zurückhaltender aufgenommen als die beiden vorherigen. Die Zuschauer beschwerten sich über die langsame Entwicklung der Handlung. Trotzdem sind alle 3 ersten Teile von Pirates lustig und leicht zu sehen. Der Film hat gute visuelle Effekte, die auch jetzt noch gut aussehen. 40 Charlie 1.
Mark. Gore Verbinski hat verstanden, dass die Geschichte ausgereizt war. Und die Drehbuchautoren stimmten ihm zu, was durch das Ende des dritten Teils bestätigt wurde. Der Regisseur kündigte an, dass er der Geschichte ein Ende setzen würde. Mythen müssen sterben, hat er einmal gesagt. Aber Disney wollte den Goldesel nicht verlieren. Johnny stimmte den Dreharbeiten sogar zu, bevor es ein Drehbuch gab. Er hatte sich so sehr in die Figur verliebt. Die Qualität des Drehbuchs hatte seit dem vierten Film, Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten, der 2011 in die Kinos kam, nachgelassen. Der vierte Teil unter der Regie von Rob Marshall sollte ein Relaunch des Films sein. Doch die modernisierte und zu komplizierte Geschichte begann den Zuschauer zu nerven. Depps Figur wurde langweilig, zumal Jack Sparrow allmählich sein positives Image verlor und sich in einen Anachronismus verwandelte. Außerdem änderte sich die Zeit und der Zuschauer veränderte sich. Es war eine Zeit, in der Ernsthaftigkeit und Lebendigkeit, Realismus und innere Konflikte der Figur gefragt waren. Mit solchen Filmen begann Jack trivial und komisch zu wirken. Der fünfte Teil der Reihe, Salazars Rache, der 2015 erschien, zeigte, dass die Geschichte völlig veraltet war. Auch der Gast Javier Bardem, der den Antagonisten spielte, half nicht weiter und auch Johnny Depps Talent half nicht weiter. Das alles ging einher mit der Karrierekrise des Schauspielers, auf die wir etwas später eingehen werden. Aber gehen wir zurück an den Anfang der 2000er Jahre. In den Pausen zwischen Yo Ho, Yo Ho and a Bottle of Rum spielte Johnny erfolgreich in anderen Filmen mit. Im Jahr 2003 wurden zwei weitere Filme mit Beteiligung des Schauspielers veröffentlicht. Once Upon a Time in Mexico und Charlie – Leben und Werk des Charles Chaplin. Beide Filme erhielten im Allgemeinen positive Kritiken. Die Leistung des Schauspielers wurde als anmutig und entspannt bezeichnet und erhielt eine Durchschnittsbewertung von 4 Punkten. Im folgenden Jahr war einer von Depps wichtigsten Filmen Das geheime Fenster, der unter der Regie von David Koepp entstand. Es handelte sich um eine Verfilmung des Romans Das heimliche Fenster – Der heimliche Garten von Stephen King, der dem Film bereits eine Chance auf Erfolg gegeben hatte. Johnny spielte die Rolle des einsamen Schriftstellers Maud Rainey, dessen Tauglichkeit mit der Entwicklung der Handlung in Frage gestellt wurde. Eine ungewöhnliche Rolle, das Talent eines Schauspielers und eine gute Geschichte machen den Film nicht zu einem Meisterwerk. Roger Ebert, der berühmte amerikanische Filmkritiker, bewertete den Film mit 3 von 5 Punkten und argumentierte, dass er zu einem geradlinigen Thriller über Dinge, die in der Nacht passieren, reichen könnte, aber Johnny Depp und Regisseur David Koepp haben zu viel Stil, um das zuzulassen. Auf Rotten Tomatoes hat Das geheime Fenster eine Bewertung von 46% auf der Grundlage von 162 Rezensionen. Depp ist schrullig unterhaltsam, aber dem Film geht am Ende die Luft aus. Zur gleichen Zeit wurden zwei weitere Filme mit Depps Beteiligung veröffentlicht. Dabei handelte es sich um die französische Komödie Happy End mit Hindernissen, in der Johnny eine Cameo-Rolle spielte, und das biografische Drama Wenn Träume fliegen lernen von Mark Forster über den Schöpfer der berühmten Peter Pan-Geschichte. Das berührende Zusammenspiel des Schauspielers mit Kate Winslet ließ kaum jemanden ungerührt. Er spielte mit schottischem Akzent und viel Liebe zum Detail. Depp fühlte sich zu der Rolle des Barry hingezogen, weil er sich mit der Beharrlichkeit des Autors identifizieren konnte, in Kontakt mit seiner kindlichen Fantasie zu bleiben. Auch wenn der Film nicht in allen Punkten der realen Geschichte entsprach, zum Beispiel starb der Ehemann von Sylvia, der Figur von Winslet, viel später als im Film gezeigt, glaubten wir an die Helden und fühlten mit ihnen mit. Das Jahr 2005 war geprägt von der Veröffentlichung von zwei kultigen Filmen, in denen der Schauspieler mitwirkte. Charlie und die Schokoladenfabrik unter der Regie von Tim Burton und die Synchronisation der Hauptfigur des Zeichentrickfilms Corpse Bride – Hochzeit mit einer Leiche. Charlie und die Schokoladenfabrik entpuppte sich als ein ganz besonderer Film, wie alle Werke von Tim Burtons Kreativität. Die auf dem gleichnamigen Roman von Roald Dahl basierende Geschichte wurde modernisiert und mit Burtons gewohnter Individualität sowie psychedelischer Manier verfilmt. Johnny Depp, der ständige Freund und Held seiner Geschichten, erhielt eine ebenso spezifische Rolle. Er spielte den exzentrischen und vielschichtigen Fabrikanten und Misanthropen Willy Wonka, der einen Ausflug für Kinder organisiert. Filmproduzentin Felicity Dahl erinnerte sich: „Ich glaube, es gab eine Reihe von Schauspielern, die Wonka spielen wollten. Als wir also hörten, dass Johnny Depp ihn spielen wollte, waren wir sehr aufgeregt. Die drei Musketiere sind Dahl, Depp und Burton. Das kann man nicht übertreffen.“ Burton und Depp schufen ihr eigenes Bild von Wonka, das sich radikal von dem des Originals unterschied, aber gleichzeitig war es diese Interpretation, die ihn so farbenfroh und in gewisser Weise auch tragisch machte. Der Regisseur und Johnny versuchten, die Botschaft des Buches so genau wie möglich wiederzugeben, um der Idee zu folgen, die Roald Dahl zu vermitteln versuchte. We were working so closely with what Roald Dahl had written in the book, you know, we really were faithful to that. And I felt a kind of a
a deep sense of responsibility to Dahl, to Roald Dahl and his intent. So that was very important to me. In dieser Zeit wurde Johnny neben seinem schauspielerischen Talent und seinen Fähigkeiten auch für zwei weitere Dinge berühmt. Das erste waren seine angeblich anti-amerikanischen Äußerungen, die er in einem Interview mit dem deutschen Magazin Stern gesagt haben soll. Amerika ist dumm. Es ist wie ein dummes Hündchen, das große Zähne hat, die dich beißen und verletzen können. Aggressiv. Ich möchte, dass Sie Amerika als ein Spielzeug sehen, ein kaputtes Spielzeug. Schauen Sie es sich an, fühlen Sie sich wohl und verschwinden Sie dann. Der Schauspieler protestierte offiziell gegen diese Worte und sagte, die Sätze seien aus dem Zusammenhang gerissen worden. Er sagte, er sei Amerikaner und liebe sein Land, auch wenn das manchmal bedeutete, kritisch gegenüber der Realität zu sein. Außerdem begann Depp immer häufiger auf den Titelseiten von Hochglanzmagazinen zu erscheinen, wodurch sich das Image des bösen Buben und des jugendlichen Schwärmers allmählich wandelte. An seine Stelle trat der Reifestatus von Hollywoods It-Man, Mann der Stunde und Sexiest Pirate Ever. Zum ersten Mal tauchte der Schauspieler in den Listen der Zeitschrift Forbes als einer der bestbezahlten Schauspieler auf. Im Jahr 2007 wurde ein weiteres gemeinsames Projekt von Tim Burton und Johnny Depp veröffentlicht. Es war die Zusammenarbeit mit der ungewöhnlichen und klugen, wer hat es schon erraten, Helena Bonham Carter in dem Musical-Drama-Thriller Sweeney Todd, der teuflische Barbier aus der Fleet Street. Zuvor hatte das Gothic-Trio bereits bei Charlie und die Schokoladenfabrik sowie dem Zeichentrickfilm Corpse Bride zusammengearbeitet, doch ab Sweeney Todd wurden sie zu etwas wie Oceans 2, nur eben Burtons. Natürlich spielte Johnny die Rolle des sehr dämonischen Barbiers, der die Braut und ein kaputtes Leben rächte. Helena war die verrückte Mrs. Lovett, die in Sweeney verliebt war. Später in einem Interview würde Tim erzählen, alle meine Entwürfe sehen gleich aus, aber als ich später darauf zurückblickte, wurde mir klar, dass es Johnny war und es war sie. Das hat mich schockiert. Johnny ist das einzige Mitglied der Besetzung, das in gutem Glauben ausgewählt wurde, weil er sagte, dass er gut singen kann. Alle anderen mussten an den Vorauswahlen teilnehmen. Die Produzenten sagten, sie hätten Depp nicht singen hören, selbst als die Kulissen, Kostüme und Musik für den Film vorbereitet wurden. Glücklicherweise erfüllte der Schauspieler ihre Erwartungen. Singing, you know, was a real challenge. I mean, there was a real opportunity to fall flat on your face. Der Film wurde von der Hollywood Foreign Press Association als bester Film, Musical oder Komödie ausgezeichnet und Depp erhielt den Preis als bester Darsteller, Film, Musical oder Komödie. Darüber hinaus wurde er mit dem Academy Award für die beste Arbeit eines Produktionsdesigns ausgezeichnet. Die Kritiken für das Musical waren gemischt. Einerseits wurde der Film für die beeindruckende Interpretation des Musicals, die farbenfrohen Bilder in all ihrer Vielfalt, die Tragik und Düsternis des Films gelobt. Andererseits wurde dem Film übertriebene Grausamkeit und mangelnde Ethik vorgeworfen. Gefällt Ihnen der Film? Schreiben Sie in den Kommentaren Ihre Eindrücke von Sweeney Todd und wir machen weiter. Die Geschichte der Freundschaft zwischen Hunter Thompson und Johnny Depp, wenn Sie sich nicht erinnern, können Sie hier klicken, führte zur Mitwirkung des Schauspielers in einem Dokumentarfilm. Dort sprach er über seine Erinnerungen an den berühmten amerikanischen Journalisten und Provokateur und las auch Thompsons Voice-Over-Text. Der Film kam 2008 in die Kinos und wurde beim Sundance Film Festival für den großen Preis der Jury im Genre Dokumentarfilm und bei den Writers Guild of America Awards 2009 für das beste Dokumentarfilm-Drehbuch nominiert. Johnnys nächste Rolle war ungewöhnlich, aber tragisch. In dem Fantasy-Film Das Kabinett des Dr. Parnassus unter der Regie von Terry Gilliam verkörperte er Tony Shepard, der zuvor von Heath Ledger gespielt wurde. Die Rolle des Tony war die letzte im Leben des australischen Schauspielers. Da Heath vor Abschluss der Dreharbeiten starb, spielten Johnny Depp, Colin Farrell und Jude Law die Hauptrolle für ihn. Das Format der Geschichte erlaubte es den Produzenten, alles, was Heath gemacht hat, zu retten und weiterzuverwerten. Übrigens lehnten alle drei die Tantiemen für die Arbeit zugunsten von Heath Ledgers einziger Tochter Mathilde ab. Bei diesem Film ging es nie darum, in Heaths Fußstapfen zu treten, sondern vielmehr darum, sie über die Ziellinie zu bringen. Wie sehr wünschte ich mir, er hätte den Film selbst zu Ende gebracht. Aber es gab auch ein Gefühl von verbissener Beharrlichkeit. Das Beharren darauf, dass Heaths letztes Werk nicht im Schatten des Lichts des Tages stehen sollte. Der Film wurde zweimal für den Oscar, zweimal für den Saturn Award und zweimal für den British Academy Award nominiert. Was die Kritiken anbelangt, so forderten die Probleme mit dem Film an den Kinokassen ihren Tribut. Als der Film 2009 in die Kinos kam, erhielt er recht verhaltene Kritiken.
Die Kritiker bewerteten den Film mit 6 von 10 Punkten, was in etwa dem Niveau entspricht, was dem Film auf den wichtigsten Filmwebsites gegeben wurde. Aber zur gleichen Zeit arbeitete Johnny an einem anderen Film, Public Enemies, bei dem Michael Mann Regie führte. Die Hauptfigur des Films war John Dillinger, ein legendärer Räuber aus der ersten Hälfte der 30er Jahre in den USA, Staatsfeind Nummer 1 nach der FBI-Klassifizierung und einfach ein süßer Kerl. Der Film spielt also in der Zeit der großen Verbrechenswelle, der großen Depression. Trotz einiger Abweichungen von der realen Geschichte beruhen die wichtigsten Fakten von Public Enemies auf wahren Begebenheiten. So wurde der Film an den Schauplätzen einiger von Dillingers Heldentaten gedreht. Die Todesszene des Hauptdarstellers wurde am Ort des tatsächlichen Todes des Vorbilds nachgespielt. Die Bemühungen waren nicht umsonst. Der Film erhielt 9 Oscar-Nominierungen und 2 Preise. Der Film zahlte den Betrag von 100 Millionen Dollar mehr als doppelt zurück. An den Kinokassen spielte er 214 Millionen Dollar ein. Neben der Schauspielerei sowie der Rolle des Vaters und Ehemanns vergaß Johnny nicht den alten Jugendtraum: die Musik. Er nahm Singles für einige seiner Filme auf. Chocolat, ein kleiner Biss genügt, Once Upon a Time in Mexico, später folgten noch The Rum Diary und The Lone Ranger. Im Jahr 2000 nahm Johnny 2 Songs für das Album Bliss seiner damaligen Frau Vanessa Paradis auf. Im Jahr 2011 begleitete er ihr drittes Album zusammen mit dem Duo Serge Gainsbourg mit der Gitarre. Etwa zur gleichen Zeit spielte er Gitarre auf der Babybird-Single Unlovable von 2010, zu der er auch die Regie des Musikvideos übernahm und kehrte 2011 zur Band zurück, um The Jesus Stack Nightclub aufzunehmen. Im selben Jahr, 2010, kam das Publikum in den Genuss zweier wunderbarer Werke von Johnny. Das erste von ihnen war Alice im Wunderland von Tim Burton. Depp bekam eine der wichtigsten und zugleich exzentrischsten Rollen. Er bekam nämlich die Rolle des verrückten Hutmachers. Er hat sie perfekt gemeistert. Stimmen Sie mir zu? Der Schauspieler erinnerte sich mit Ironie an sein Aussehen. Man wird früh angerufen und sitzt auf einem Stuhl und die Leute fangen an, einem diese Art von Fettfarbe ins Gesicht zu malen und plötzlich beginnt man zu verschwinden und dann wird man von einem riesigen orangefarbenen Frettchen angegriffen. Dann befestigen sie es an deinem Kopf. Dann wird man in ein prächtiges, surrealistisches Kostüm aus dem 19. Jahrhundert gehüllt, der Hut wird aufgesetzt und schon kann es losgehen. Das Bild des Hutmachers, das Johnny zeichnete, war so farbenfroh und charismatisch, dass es der Hauptfigur, gespielt von der aufstrebenden Schauspielerin Mia Wasikowska, die Aufmerksamkeit raubte. Alice im Wunderland war übrigens Burtons erster Film, den er hauptsächlich mit Greenscreen drehte. Es stellte sich heraus, dass die neue Erfahrung natürlich auch mit Herausforderungen verbunden war. Später erinnerte er sich: Alice war ein Experiment. Wir wussten bis zum Schluss nicht, was der Film war. Es war aufregend und beängstigend. Die Arbeit an den CG wurde immer intensiver. Die Intensität erreichte ihren Höhepunkt, als wir aufhören mussten. Das Publikum nahm den Film positiv auf, was sich deutlich an den Kinokassen bemerkbar machte. Er spielte 1,6 Milliarden Dollar ein und wurde damit zum umsatzstärksten Film von Tim Burton. Die Kommentare waren überwiegend positiv, auch wenn Kritiker die Ungereimtheiten der Handlung gegenüber dem Buch bemängelten. Die Bestrebung des Regisseurs, die Computergrafik zu nutzen, sowie der Humor und die Ausdruckskraft des Films wurden sehr geschätzt. Und das ist ihm auch gelungen. Das Bild des verrückten Hutmachers wurde für viele Menschen zu einem der beliebtesten in Depps Karriere. Welche seiner Figuren mögen Sie am liebsten? Schreiben Sie uns in den Kommentaren, welche von Johnnys Rollen am beliebtesten ist. Alice im Wunderland erhielt 3 Oscar-Nominierungen und gewann 2 davon. Beste künstlerische Leitung und bestes Kostümdesign, sowie Nominierungen bei den British Academy Film Awards, dem Golden Globe, den Annual Grammy Awards und vielen anderen. Johnny wurde 3-mal für seine Rolle nominiert, gewann aber leider keine von ihnen. Im nächsten Film unter der Regie von Florian Henkel von Donnersmarck, The Tourist, konnte Depp mit dem erotischsten Traum vieler Männer der Welt zusammenspielen. Angelina Jolie. Überraschenderweise hatten Johnny und Angelina noch nie zusammen gearbeitet, obwohl beide eine beeindruckende Karriere vorzuweisen hatten. Der Film wurde in kurzer Zeit gedreht, 11 Monate lang in Paris und Venedig. Das lag daran, dass Captain Jack Sparrow sich auf die nächsten Dreharbeiten für den neuen Pirates vorbereitete. Angelina sagte, dass sie aus 2 Gründen zustimmte, die Hauptrolle zu übernehmen. Das war eine kurze Drehzeit und ein gemütlicher, farbenfroher Ort, an dem sich ihre Familie in den Ferien entspannen konnte. Trotzdem erinnerte sie sich gerne an die Dreharbeiten mit Depp. Er ist einfach so ein netter Kerl. Er ist so witzig und es macht so viel Spaß, mit ihm rumzuhängen. Er ist einfach ein Freund, mit dem man gerne zur Arbeit kommt. Außerdem ist er ein so brillanter Schauspieler. Er wird oft für seine tiefgründige Charakterarbeit geschätzt, aber das kommt wirklich von einem Künstler, der bereit ist, Dinge auszuprobieren.
obwohl es einige Zwischenfälle gab. Die Schauspielerin brachte Captain Jack Sparrow dazu, sich von der Kussszene erst einmal den Mund mit Mundwasser auszuspülen und bot ihm Minzbonbons an. Das wurde damit begründet, dass Johnny viel rauchte und sie den Tabakgeruch nicht ertragen konnte. Das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit erwies sich als umstritten. Vielleicht spielte die Eile bei den Dreharbeiten und in der Nachbearbeitung eine große Rolle. Obwohl der Film das Budget mehr als doppelt wieder einspielte, bewerteten die Zuschauer den Film auf verschiedenen Filmseiten mit 3 von 10 Punkten. Sie beklagten sich über die verwirrende, langatmige Handlung und die fehlende Chemie zwischen den Schauspielern. Von diesem Moment an bewegte sich Johnnys Karriere langsam aber sicher auf den Abgrund zu. Immer mehr Filme mit seiner Beteiligung erhielten nach ihrer Veröffentlichung eine durchschnittliche Bewertung. Man hatte das Gefühl, dass der Schauspieler aus irgendeinem Grund erschöpft war und die Filme nicht gut genug waren. Aber nicht alle von ihnen. Im Jahr 2011 präsentierte Gore Verbinski, derselbe Regisseur der ersten 3 Teile von Fluch der Karibik, den Zeichentrickfilm Rango. Darin sprach Johnny die Hauptfigur, ein Chamäleon, das aus Versehen in die Wüste geraten ist und dort überleben muss. Alle Bewegungen und Gesichtsausdrücke der Hauptfigur wurden im Original von Johnny nachgespielt, da bei der Produktion Motion-Capture-Technologie verwendet wurde. Der Zeichentrickfilm erhielt viele positive Kritiken, sowohl von Zuschauern als auch von Kritikern. Außerdem wurde der Zeichentrickfilm für den Oscar in der Kategorie Bester animierter Spielfilm nominiert, was für sich selbst spricht, nicht wahr? Aber The Rum Diary war umstritten. Das lag nicht nur am Ausgang der Geschichte, Sie wissen wahrscheinlich so gut wie wir, wie sich die Dreharbeiten auf Johnnys Privatleben auswirkten, sondern es ging auch um das Endprodukt des Films. Wie Sie vielleicht noch aus unserem ersten Video wissen, kam The Rum Diary vor allem dank der Freundschaft von Johnny Depp und Hunter Thompson zustande. Der zweite war der Autor des gleichnamigen autobiografischen Romans, der 52 Jahre nach seiner Entstehung veröffentlicht wurde. Der Roman basiert auf dem Lebensabschnitt von Thompson, als er ein unbekannter junger Journalist war. Seit dem Jahr 2000 hatten mehrere Firmen versucht, das Buch zu verfilmen, aber die Arbeiten wurden eingestellt. Erst als Depps Firma die Dreharbeiten finanzierte, begann die Produktion des Films. Neben Geld bot Johnny auch sich selbst als Hauptdarsteller des Films an. Es war ein lebensmüder Journalist, der seine Karriere in New York aufgab und in eine kleine Touristenstadt in Puerto Rico, San Juan, zog. Dort wartete er auf Abenteuer, Rum und die Suche nach der Wahrheit. So wollte der Schauspieler das Andenken an einen Freund und Kollegen ehren, der die Verfilmung seines Werkes nicht mehr erleben konnte. Ursprünglich war es meine Idee, keine der Figuren zu spielen. Ich wollte in dem Film keine Rolle spielen. Es war Bruce, der mich überredete, Camp zu spielen. Später sagte der Regisseur Bruce Robinson in einem Interview, dass er nicht nach Hollywood zurückkehren würde. Johnny war es, der ihn überredete, das Projekt wieder aufzunehmen. Er unterstützte seine Argumente mit Wein und einer mietfreien Insel, auf der der Regisseur am Drehbuch arbeiten und die puerto-ricanische Atmosphäre genießen konnte. Johnnys Kollegen bei den Dreharbeiten waren Aaron Eckhart, Richard Jenkins und Amber Heard, deren Bekanntschaft das Leben des Schauspielers radikal veränderte. Während der Dreharbeiten begann eine Romanze zwischen Johnny und Amber, die schließlich die Beziehung zu seiner Frau Vanessa Paradis zerstörte. Mit ihr lebte er 14 Jahre lang zusammen. Die beiden waren jedoch nicht offiziell verheiratet, wie der Schauspieler sagt. Ich habe nie das Bedürfnis gehabt, dieses Stück Papier zu haben. Eine Ehe ist wirklich von Seele zu Seele, von Herz zu Herz. Man braucht niemanden, der sagt, okay, ihr seid verheiratet. 2 gemeinsame Kinder, Lily Rose und Jack, und eine Familienidylle konnten die Ehe nicht retten. Obwohl Johnnys Freunde behaupten, dass Depp mit der Geburt seiner Tochter dem Alkohol, den Drogen und dem Müßiggang abschwor und sich ganz der Familie widmete. Aber man kann nicht sagen, dass Amber der einzige Grund für ihren Streit war. Ein paar Jahre vor dem Rum Diary kam es zu einem Zerwürfnis zwischen dem Paar. Die Romantik der Sommerabende, die das Liebespaar Johnny und Vanessa nach dem Treffen verband, entpuppte sich in Wirklichkeit als der Aufenthalt der Schauspieler auf verschiedenen Kontinenten. Trotz gemeinsamer Urlaube und regelmäßiger gegenseitiger Besuche verbrachte die Familie die meiste Zeit getrennt. Die familiären Spannungen nahmen zu, während Depps Popularität wuchs. In einem Interview sagte Johnny darüber, Beziehungen sind sehr schwierig, besonders in der Branche, in der ich tätig bin, weil man ständig unterwegs ist oder sie unterwegs ist und deshalb ist es schwer. Es war nicht leicht für sie. Es war nicht leicht für mich. Es war nicht leicht für die Kinder. Nach dem Erfolg des ersten Pirates begann Johnny oft zu den Dreharbeiten zu gehen. Damals blieb Vanessa mit ihren beiden Kindern in Los Angeles oder ging zurück in ihre Heimat. Ein paar Jahre vor der Trennung wurde der Schauspieler immer öfter beim Trinken und in Bars mit Mädchen gesehen. Dass man ihn damals oft auf seiner Yacht in der Karibik in Gesellschaft junger Damen und Herren sah. Im Jahr 2010, während der Dreharbeiten zu Fluch der Karibik Fremde Gezeiten, wurde er immer wieder in lokalen Bars gesehen.
Er unterhielt sich mit Mädchen und war sehr freundlich und kokett, so eine Quelle. Nach der Ankunft von Paradis und den Kindern im Spätsommer wurde Depp gesehen, wie er mit seiner Familie eine ruhige Zeit in seinem gemieteten Haus verbrachte. Ein Jahr vor der Trennung trat das Paar nicht mehr gemeinsam auf dem roten Teppich auf. Seit November 2011 besuchte das Paar gemeinsam Veranstaltungen, wohnte aber in verschiedenen Hotels und wurde nur noch auf der Promenade zusammen gesehen. Bei der Premiere des Films The Rum Diary erschien Depp ohne seine Frau. Sie ging an diesem Tag zu Konzerten und am nächsten Tag erschien Paradis ohne Depp bei der Veranstaltung mit Karl Lagerfeld und Chanel. Nach dem Soloauftritt des Schauspielers bei den Golden Globes gab sie offiziell ihre friedliche Trennung bekannt. Der Verlauf dieser Beziehung, man spielt sie aus, bis sie endet, eine Sache führt zur nächsten. Aus welchem Grund auch immer das aufhört, es ändert nichts an der Tatsache, dass du dich um diese Person sorgst und sie ist die Mutter deiner Kinder, erinnerte sich Johnny an ihre Beziehung. Der Schauspieler konnte seine privaten Sorgen in der Gesellschaft eines Freundes und bei der Arbeit an einem neuen gemeinsamen Projekt betäuben. Dark Shadows von Tim Burton, das 2012 veröffentlicht wurde. Die düstere Komödie wurde von der gleichnamigen Fernsehserie adaptiert, die in den späten 60er Jahren des 20. Jahrhunderts populär war. Depp und Burton, die Fans der alten Serie sind, versuchten die Atmosphäre der Serie und der Seifenoper in den Film einzufangen und sie gleichzeitig an neue Realitäten anzupassen. Die Rolle hat dem Schauspieler nichts gebracht. Es war das gleiche, leicht exzentrische Bild mit einem Hauch von Gothic eines Vampirs, Barnabas Collins, der von einer bösen Hexe verflucht wurde. Auch Helena Bonham Carter hat ihr Image im neuen Film nicht allzu sehr verändert. Die Figur war immer noch genauso schockierend und hämisch. Obwohl sie in diesem Film wirklich schön war. Laut Johnny hatte die Rolle eines Vampirs immer noch eine Reihe von Schwierigkeiten. In jedem Film, den ich bisher mit Tim machen durfte, gibt es immer irgendeine Form von Folter. Die Nägel waren Tims Idee. Sie waren so lang wie die Finger. Aber es war in Ordnung, denn ich hatte eine Gruppe von Leuten, die mir halfen, auf die Toilette zu gehen. Sie mussten sich danach behandeln lassen, aber jetzt geht es ihnen gut. Das ist wahr. Der Film erhielt von den Zuschauern gemischte Bewertungen. Auf der Website Rotten Tomatoes gab es nur 37% positive Kritiken und die durchschnittliche Bewertung lag bei 5 von 10 Punkten. Die Hauptkritikpunkte waren die Oberflächlichkeit und die schlechte Entwicklung des Films. Der nächste Film mit Depps Beteiligung, The Lone Ranger, der 2013 in die Kinos kam, war nicht weniger durchwachsen. Gore Verbinskis Superhelden-Western ging durch die Produktionshölle und hatte Budgetprobleme. Am Ende konnte auch Johnnys Rolle des verrückten Indianers Tonto im Duett mit Armie Hammer, der den Lone Ranger spielte, die Situation nicht mehr retten. Vielleicht lag es daran, dass das Bild eines farbenfrohen Verrückten in der Rolle des Johnny dem Zuschauer ziemlich langweilig wurde. Oder die Tatsache, dass Verbinski in regelmäßigen Abständen Piratenwitze und Tricks in den Film einbaute, wie zum Beispiel Depp, der in großer Not triumphierend auf dem Dach eines Fahrzeugs steht. Doch The Lone Ranger erhielt von der amerikanischen Filmpresse und den Kritikern überwiegend negative Kritiken. Außerdem wurde er in 5 Kategorien für den Antipreis Goldene Himbeere nominiert. Johnnys Figur konnte die Nominierung nicht vermeiden, diese Tatsache überraschte die Filmcrew und den Schauspieler selbst, der stolz auf seine Rolle in dem Film war. The high points of my life, one of the prouder moments of my life, you know, to have been not only accepted, welcomed, but adopted into the Comanche Nation. Und auch glaubte, dass die meisten negativen Kritiken vor der Veröffentlichung des Films geschrieben wurden. Das Publikum nahm den Film weniger kritisch auf, wenn auch mit Zurückhaltung. Auf IMDb lag die Bewertung des Films bei 6,5 von 10 Punkten. Alle waren sehr überrascht über den toten Vogel auf Johnnys Kopf. Was auch immer es war, von diesem Moment an wurden Filme, in denen Depp mitwirkte, mit mehr Zurückhaltung und Kühle aufgenommen. Außerdem waren die Filme, die in den nächsten Jahren folgten, nicht brillant. 2014 wirkte er in dem Disney-Film Into the Woods in der Rolle eines Wolfs mit. Im selben Jahr wurde Jack Paglans Science-Fiction-Film Transcendence veröffentlicht. Er wurde sowohl von Kritikern als auch von der Öffentlichkeit negativ bewertet. Es ist traurig, sich an die Beteiligung des Schauspielers an der Dilogie von Regisseur Kevin Smith, Tusk und Yoga Hosers zu erinnern. Dabei handelte es sich um Low-Budget-Horrorfilme, in denen er die Rolle eines Amateurdetektivs übernahm, der anscheinend an einem chronischen Kater litt. 2015 kam David Koepps Mord Decay in die Kinos, der Johnny 2 weitere Nominierungen für die Goldene Himbeere in den Kategorien Schlechtester Schauspieler und Schlechteste Leinwandkombination einbrachte, die sich auf das Duett mit Gwyneth Paltrow bezogen. Danach versuchte sich Johnny an einer ernsten Rolle, dem Gangster Whitey Bulger in dem biografischen Drama Black Mass. Die völlige Abkehr von den exzentrischen und langweiligen Bildern spielte dem Schauspieler in die Hände.
Ein visuelles Bild mit Tandem mit Benedict Cumberbatch erwies sich als stark und überschattete das unausgereifte Drehbuch. Der Film erhielt mehrere Nominierungen als bester Hauptdarsteller und Depp konnte sich in den Augen des Publikums rehabilitieren. Gleichzeitig hat Johnny Depp auch seine musikalischen Wege nicht verlassen. Im Jahr 2012 spielte er Gitarre und Schlagzeug in einer Coverversion von Marilyn Manson namens You're So Vain. Später im selben Jahr veröffentlichten sie die Tracks The Beautiful People und Sweet Dreams auf der Bühne der Revolver Golden Gods Awards. Überhaupt waren Manson und Depp alte Freunde mit einer recht interessanten Geschichte. Der Künstler unterstützte Johnny bereits in den 90er Jahren und besuchte seine Filmpremieren. Nach der Veröffentlichung des Films Blow gefiel Marilyn die Perücke von Depps Hauptfigur so gut, dass er sie gegen eine Brustprothese eintauschte, die er bei Auftritten trug. Ich habe meine Brüste aus Mechanical Animals gegen Johnnys Perücke aus Blow getauscht, sagte Manson in einem Interview. Darüber hinaus ist der Musiker der Patenonkel der Tochter des Schauspielers. Einmal gab Manson zu, dass Depp ihm ein ganzes Haus geschenkt hat, nachdem der Rocker seine Bewunderung für das Haus des Schauspielers zum Ausdruck gebracht hatte. Die Freunde haben sogar die gleichen Tattoos. In einem Interview gab der Musiker zu, dass beide den Schriftzug Charles Baudelaire, die Blumen des Bösen, dieses riesige Skelettding auf dem Rücken und den Schriftzug No Reason am Handgelenk haben. Im Jahr 2017 nahm Depp an den Dreharbeiten zu den Clips Say 10 und Kill for Me teil. Doch der Schauspieler wollte nicht nur ein Teil der Kreativität anderer sein, sondern auch seine eigene kreieren. 2015 gründete er zusammen mit Alice Cooper und Joe Perry eine Band namens Hollywood Vampires, in der er als Gitarrist mitwirkte. Bereits im September desselben Jahres veröffentlichten sie ihr erstes Album, das zwei von Johnny geschriebene Songs enthielt. Neben der Teilnahme an den Musikshows eines schockierenden Freundes nahm der Schauspieler an den Auftritten der Gruppe Roxy Theater in Los Angeles und am Festival Rock in Rio in Brasilien teil. Die Beziehung des Schauspielers zu Amber Heard entwickelte sich rasant. Aus einer stürmischen Romanze wurde 2015 eine Ehe. Doch schon 2016 reichte die Schauspielerin die Scheidung ein und begründete ihre Entscheidung mit unlösbaren Widrigkeiten. Nach einiger Zeit begann Amber, ihren Ex-Mann der Gewalt zu beschuldigen, verbunden mit Schlägen. Als Beweis legte sie Fotos vor, auf denen blaue Flecken an ihr zu sehen sind. Ein Skandal entflammte. Johnny wies ihre Behauptungen kategorisch zurück und sagte, sie sei kein Opfer, sondern eine Kriminelle. Das Gericht schloss die Scheidung im Januar 2017 ab und Heard erhielt eine Abfindung in Höhe von 7 Millionen Dollar. Sie versprach, das von Depp erhaltene Geld für wohltätige Zwecke zu spenden und erklärte, dass es ihr nie um Geld gegangen sei. Die hitzigen Diskussionen über das Privatleben der Schauspieler nahmen über Jahre hinweg nicht ab. 2018 nannte die britische Zeitung The Sun den Schauspieler einen Frauenschläger, woraufhin Depp sie wegen Verleumdung verklagte. Der Prozess endete 2020 und das Urteil fiel nicht zugunsten von Johnny aus. Doch der Schauspieler gab nicht auf. Nach der Veröffentlichung ihres Artikels für die Washington Post im Jahr 2018, in dem sie über häusliche Gewalt spricht, reichte er Klage gegen Heard ein. Die Klage wurde von einer Entschädigungsforderung von 50 Millionen Dollar begleitet. Depps Anwälte erklärten selbstbewusst: Mr. Depp hat Miss Heard nie misshandelt. Ihre Anschuldigungen gegen ihn waren falsch, als sie im Jahr 2016 erhoben wurden. Sie waren Teil eines ausgeklügelten Schwindels, um positive Publicity für Frau Heard zu erzeugen und ihre Karriere voranzutreiben. Darüber hinaus genehmigte das Gericht im November 2021 die Forderung an Depps Expertenteam, Zugang zu Heards Telefonaufzeichnungen zu erhalten, um die Fälschung ihrer Beweise zu beweisen. Die Ex-Frau, Vanessa Paradis, glaubte nicht an die Anschuldigung und setzte sich zudem für Johnny Depp ein. In all den Jahren, in denen ich Johnny gekannt habe, hat er mich nie körperlich angegriffen und das sieht nicht nach dem Mann aus, mit dem ich 14 wunderbare Jahre gelebt habe, kommentierte sie die Situation. Doch trotz der Dementis versetzte der Prozess dem labilen Schauspieler einen Dämpfer in seiner Position in der Filmbranche. Der letzte Strohhalm war der Prozess des Schauspielers gegen die ehemalige Firma, die seine Finanzen verwaltete. Das Image des Bösewichts spielte gegen den Schauspieler. In den Zeitungen erschienen Artikel über Depps Krise. Sie sprachen von übermäßigem Alkoholkonsum, Streitigkeiten mit Heard während ihres gemeinsamen Lebens und ständigem Zuspätkommen am Set. Der Film Alice im Spiegelland, in dem Depp eine Rolle spielte, die jeder bereits kannte, sorgte nicht für Optimismus. Er kam 2016 in die Kinos, spielte aber trotz aller Bemühungen des Studios viel weniger ein als erwartet. Auch der letzte, fünfte Fluch der Karibik scheiterte. Es gab eine klare Tendenz, dass Johnny allmählich nicht mehr für Hauptrollen oder in größeren Projekten eingeladen wurde. Doch Johnny hält sich weiterhin wacker. In dem 2016 erschienenen Fantastische Tierwesen, Dumbledores Geheimnisse, trat er nur kurz in der Rolle des bösen Zauberers Grindelwald, Professor Dumbledores Gegenspieler, auf. Im zweiten Teil der Saga, der uns 2018 erfreute, kam diese Rolle voll zur Geltung.
Trotz der Befürchtungen der Fans über das Bild schaffte es der Schauspieler dennoch, sich in das Umfeld einzufügen und seinen Charakter gut zu verwirklichen. Er entpuppte sich als so strahlend, dass es schwer war, ihn so leicht aufzugeben. Egal wie sehr die Presse versuchte, den Schauspieler zu verunglimpfen, die Kollegen am Set von Fantastische Tierwesen sprachen im Interview nur positiv über ihn. Doch inmitten des Skandals mit Amber Heard entschied sich Warner Bros. Dazu, Johnny aus dem Filmprojekt zu entlassen. Die gleiche Situation betraf auch die Pirates. Die Idee, den Darsteller der Rolle des Jack Sparrow in die Reihe zurückzuholen, wurde von Disney aufgegeben. Diese Tatsache verärgerte viele Fans in aller Welt. Bewunderer drohten damit, den neuen Teil der Reihe zu boykottieren, mit dem klaren Hinweis, dass Margot Robbie in keiner Weise in die Handlung passte. Parallel dazu gab Johnny den Versuch, zurückzukommen, nicht auf. 2018 kam das Comedy-Drama The Professor von Wayne Roberts in die Kinos, in dem Depp die Hauptrolle übernahm. Aber auch dieser Film hatte keinen Erfolg und erhielt 2 von 10 Punkten bei den Kritikern weltweit. Allerdings gab es auch solche, die die Leistung des Schauspielers und den subtilen britischen Humor des Films schätzten. Der amerikanische biografische Film City of Lies mit Depp in der Hauptrolle war ebenfalls nicht erfolgreich. Die Hauptfigur des Films, der von Depp gespielte LAPD-Detective Russell Poole, war seit 20 Jahren nicht in der Lage, den Mord an dem Rapper aufzuklären. Daraufhin holte er sich die Unterstützung eines Journalisten, gespielt von Forrest Whitaker, und gemeinsam versuchten sie, dem Infantilismus der örtlichen Polizei auf die Spur zu kommen. Entweder war die Tragödie der Ermordung von Tupac Shakur im Jahr 1996 für das Publikum nicht mehr so einprägsam, oder es war die Änderung des Erscheinungsdatums des Films aufgrund eines Gerichtsverfahrens. Johnny wurde beschuldigt, eines der Teammitglieder des Films verprügelt zu haben. Wir persönlich haben die Details zum Film aber erst erfahren, als wir das Material für sie vorbereitet haben. Eine gewisse Wende in seiner Karriere war Depps Beteiligung an dem Film Minamata unter der Regie von Andrew Levitas. Der Schauspieler bekam die dramatische Hauptrolle des amerikanischen Fotografen Smith, der Beweise für die Auswirkungen der Quecksilbervergiftung der Einwohner von Minamata, einer der Städte Japans, sammelte. Dieses Mal hatte Johnny seine Intuition nicht im Stich gelassen. Er verließ das Bild des Jack Sparrow, von dem alle gelangweilt waren, kehrte in die Welt des großen, komplexen Kinos zurück und berührte unter anderem die akute soziale Frage der Ökologie, die gerade aktuell war. Die Kritiker äußerten sich überwiegend positiv, auch das Publikum war von der Leistung des Schauspielers angetan und der allgemeine Konsens lautete: aufrichtig, aber verwirrend. Minamata ist eine zweideutige Hommage an eine erstaunliche Geschichte aus dem wahren Leben, die durch eine dokumentarische Aufarbeitung besser wiedergegeben wird. Für viele ist dieser Film die lang erwartete Rückkehr von Johnny, so wie wir ihn lieben. Strahlend, strukturiert und vielseitig, fähig, sich sowohl in einem schmutzigen Indianer als auch in einen glatzköpfigen Gangster zu verwandeln und jemand, der es versteht, dies so zu tun, dass man jedes Wort, jeden Blick bis zum letzten glaubt. Eine bedeutende Drehpause wurde schließlich beendet. In diesem Jahr kündigte die Boulevardpresse Johnnys Mitwirkung in einem historischen Drama an, in der Rolle des skandalumwitterten Königs von Frankreich, Ludwig XV. Wir hoffen, dass dies ein Neuanfang für Johnny Depp auf dem Weg zu einer glänzenden Karriere und einem nicht weniger glänzenden Leben sein wird. Und während wir auf neue Filme mit Johnnys Beteiligung warten, können Sie auf dieses Symbol klicken und sich eine detaillierte Analyse der Fluch der Karibik-Reihe ansehen. Was war das Geheimnis des Erfolgs der ersten Teile und warum die letzten Filme so erfolglos waren? Klicken Sie und schauen Sie zu. Es ist Ihre Aufmerksamkeit wert. Und das war's für heute. Das war Biographer. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in den neuen Videos. Tschüss! He's just gorgeous. Johnny.